In diesem Video erkläre ich dir, wie du wieder zurückkommst in eine Intuition, die dich weiterbringt und die dich ein erfülltes Leben leben willst. Wenn dich solche Art von Videos interessieren, dann vorab, lass mir ein Like, schreib was in die Kommentare oder was du sonst noch für Videos willst. Abonniere auch gerne meinen Kanal und leite es weiter an Menschen, die auch davon profitieren können. Wie schaffst du es, intuitiver zu werden? Ich glaube, die meisten Menschen wünschen sich, dass sie, besonders in der heutigen Zeit, wo alles so verstandesorientiert ist, wo jeder nach seinem besten Wissen agiert und das Wissen nicht unbedingt aus dem Herzen stammt, aus den Erfahrungen, sondern eher umweltgetrieben ist, informationsgesteuert ist und auch teils von seinen Erfahrungen natürlich stammt, von dem, was wir als Kinder erlebt haben, was wir als Erfahrungen, als einschneidende Erlebnisse in unserem Leben so mitbekommen haben, steuert unser Verhalten, steuert unsere Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir uns selbst sehen, wie wir uns selbst erleben und was wir dann auch uns entsprechend für eine Realität kreieren. Wenn du in dieser Phase bist, wo du sagst, ich möchte mehr tun, was mir gut tut, ich möchte nicht mehr nur im Äußeren leben, ich möchte mich nicht mehr sagen lassen, was die anderen so denken und nicht den Massen hinterherlaufen und mein Leben jetzt so führen, wie sich für mich richtig anfühlt, dann kriegst du jetzt ein paar Hinweise von mir, ein paar Tipps, wie du das Ganze in die Realität für dich vereinnahmen kannst und auch so wiedergeben kannst und so leben kannst, dass es sich für dich gut anfühlt und dass du weiterkommst. Und bevor ich das mache, will ich dir nochmal sagen, es ist ganz normal, es ist auch nicht deine Schuld, dass du bisher dich deinem Herzen vielleicht oder dich von deinem Herzen entfernt hast, dich dann nicht mehr diesem Bauchgefühl, dieser inneren Stimme, dieser Herzensstimme, wie auch immer man es nennen will, dass du dir gefolgt bist, weil uns das einfach oder weil uns das in der Kindheit, in der Schule schon untersagt wird, dass wir unsere Gefühle zeigen, dass wir unseren Gefühlen folgen, dass wir emotional sind, dass wir als Männer, ich als Mann, dass ich meine Gefühle zeigen darf, dass ich auch mal traurig sein darf, dass ich mich auch mal ärgern darf, dass ich das einfach diese Emotionen, diese Energien, die ich da in sich, in die, die auf mich zukommen gekommen sind, die mich von außen getroffen haben oder auch die innerlich in mir sind, die ein Teil von mir sind, diese Gefühle, diese wahren Gefühle, die ich habe, dass ich die nicht leben darf. Dadurch grenze ich mich von meinem wahren Sein wirklich ab. Und das ist dir wahrscheinlich auch passiert. Wenn du jetzt das Video schaust, denkst du dir vielleicht, ja genau, manchmal habe ich eine Entscheidung, die ich hätte eigentlich vom Herz, die mein Herz gesagt hat, ich hatte das Gefühl, ich sollte das eigentlich machen und habe es letztlich nicht gemacht. Wenn ich sage, ich möchte gerne mit einer bestimmten Frau, in meinem Fall mit einer Partnerin, oder mich mit einer Partnerin, mit einer Frau abgeben und mit ihr Zeit verbringen und mein Verstand sagt, nee, du darfst es doch gar nicht, weil du jetzt gerade noch was anderes zu tun hast, weil du dich um berufliche Dinge kümmern musst. Oder wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie das Bedürfnis, was Gutes zu dir zu nehmen, was essen, was dir schmeckt, auch wenn der Preis vielleicht etwas über deinem Budget liegt. Aber sagst du trotzdem, hey, das ist jetzt wichtig für mich, dass ich mir jetzt mal wieder ein gutes, saftiges Steak mache zum Beispiel, weil ich da wirklich Appetit drauf habe und weil ich weiß, dass ich diese Energie brauche. Ich bin zwar Vegetarier, aber hin und wieder Fleisch zu essen ist für mich auch richtig, wenn es denn meiner inneren Stimme entspricht, wenn ich diesen Ruf bekomme, hey Martin, iss mal wieder was Richtiges. Okay, dann soll es so sein. Aber ich dränge es nicht weg und sage, hey, nein, ich darf da nicht drauf hören, das ist schlecht. Nein, das ist die Wahre. Das ist dein wahres Sein, was zu dir spricht. So, der kurze Ausholer, zurück wieder zu den Tipps. Um was es geht hier, ist, dass du dir wirklich bewusst wirst, was willst du im Leben, was willst du vom Leben haben, wie willst du dein Leben leben, was sind deine Träume, was hast du dir noch im Leben, was wünschst du dir noch vom Leben, was noch eintreten darf, dass dein Leben am Ende, wenn du es dir nochmal
wenn du noch mal zu, wenn du es rekapitulierst, jetzt habe ich es, was willst du dann erfahren haben? Was wirst du alles gemacht haben? Was wirst du alles besitzen? Mit welchen Menschen wirst du maximal viel Zeit verbracht haben? Das ist so der erste Punkt, wo ich sage, hey, das ist genau das, wo ich hin will. Und das gibt auch die Richtung vor, sagst, hey, damit fühle ich mich gut, das will ich unbedingt noch umsetzen. Als zweites ist es, dass du dir wirklich bewusst bist, welche Person du sein willst. Wie wirst du agieren in deinem Leben? Wie wirst du angesehen werden? Wie schätzt du dich selber auch? Kannst du selber in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich bin so zufrieden und ich bin glücklich, so wie ich bin, mit dem, was ich mache. Wie ich mein Geld verdiene, mache ich das auf die ehrliche Art? Mache ich es eher auf die Art, die nicht so moralisch zu mir passt? Oder gehe ich wirklich nur in meinen Beruf, gehe ich in die Arbeit, damit ich Geld auf meinem Konto bekomme, dass ich mehr Geld, dass ich ein Gehalt bekomme? Oder mache ich es wirklich, was ein Teil von mir ist und weil es mir Spaß macht und weil ich darin aufgehe und weil ich meine Kreativität auch in gewissem Maßen leben kann? Und der dritte Punkt ist, wenn du weißt, wo du hin willst und wenn du weißt, wer du sein willst, dann leg dir eine Strategie zu, leg dir einen Plan zu, wie du hinkommen willst. Was sind die Schritte, die du noch gehen darfst? Mit welchen Personen willst du zusammenarbeiten? Wie willst du sein? Welche Eigenschaften darfst du dir noch zulegen? Welche Stärken darfst du noch verbessern? Auf was darfst du dich forcieren, dass du in Zukunft so dein Leben lebst, dass alles in sich Sinn macht und dass es im Einklang steht zu dem, was du willst, wer du bist und wer du sein willst und was du auch täglich für Aktivitäten und für Tätigkeiten, für Übungen, für Beschäftigungen, dass du die machst, die wirklich zu dir passen und die dich dahin führen, wo du hin willst. Und wenn du das geschafft hast, dann machst du das Ganze intuitiv, weil dann weißt du, du bist darauf gepolt, ausgerichtet, dass du das Ziel unbedingt erreichen willst und dann wird es auch passieren. Und dann kriegst du intuitiv, dann sagt deine Stimme, hey Martin, du hast dich dafür entschieden, dieses Ziel zu erreichen, ich führe dich dann damit dazu hin. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir diese Art der Darstellung ja, zugesagt hat, wenn es was gebracht hat, dann hinterlass mir gerne ein Like, kommentiere, stell Fragen, stell Anregungen, wie ich mich noch mehr auf gewisse Themen konzentrieren darf, welche Themen dich interessieren. Schick's an Freunde weiter, abonniere meinen Kanal. Ich freue mich über jede Reaktion und wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen bei allen deinen Taten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.